Der DynaDrive ist eine bodenangetriebene Fräse aus England. Das Gerät gibt es schon länger. Der Hersteller Boomford hat dem Doppelzinkenrotor aber jetzt ein Update verpasst. Die vordere Welle mit 8 auf den Umfang verteilten Zinken dreht sich mit ungefähr 30% der Vorfahrgeschwindigkeit. Die vordere Welle treibt den hinteren Rotor über eine Duplexkette und Übersetzung mit dreifacher Geschwindigkeit an. Die hintere Welle hat nur halb so viele Zinken wie die vordere. So wird vorne gelockert und hinten gekrümelt. Für die Tiefenführung und Rückverfestigung gibt es verschiedene Packerwalzen. Wir haben den DynaDrive ausgiebig in Zwischenfrüchten ausprobiert. Senf, Rettich und Roggen zerkleinert die Fräse zuverlässig und mischt die Erntereste schön oberflächennah ein. Die ideale Geschwindigkeit für das 3-Meter-Gerät liegt bei 10 bis 14 km/h. So schafft man Flächenleistungen bis zu 3 Hektar die Stunde. Auch auf leichtem Frost lassen sich Zwischenfrüchte mit dem Gerät gut bearbeiten. Für das Säen von Zwischenfrüchten lässt sich der DynaDrive relativ einfach mit einem Sägerät ausrüsten. Auch für Ökobetriebe ist die Doppelfräse interessant, weil sie Quecken zum Beispiel nicht zerschneidet. Das 3 Meter breite, knapp 1,5 Tonnen schwere Gerät steht mit 14.300 Euro inklusive Stabwalze in der deutschen Preisliste. Den ausführlichen Test lesen Sie in der Top Agrar-Ausgabe 6/2015.